Ah, fuck. Du hast einen Baseball-Fatzke. Ja, das hab ich doch auch gesehen irgendwann. Hallo, ich bin der Knüppelmann. Schaut euch meine Knüppel an. Alter Gott. Ja, ich... Kevin schon wieder. Ja, der steht auch vor mir und direkt die ganze Zeit und ich kam nicht weiter zurück. Weil er eine scheiß verfickte Mauer war. Man kann auch einen Hechtsprung nach hinten machen. Hechte. Nach hinten drücke und zweimal X. Weil man kommt weg, wenn man weg will. Also es ist... Wieso, wo willst du denn hin? Feindkräfte nähern sich. Nö, ich meine es nur. Alarm. Sprengvorrichtung wurde entdeckt. Alarm. Sprengvorrichtung. Treibe runter. Ne, sind unsere. Ja, sind unsere Leute. Die anderen kommen von links. Gute Hine schon wieder. Die Langweiler. Vom Basie-Typ? Ja, der ist gleich, der hat nicht viel zu melden. Boah! Alter, was Lian ist? Hast du eigentlich einen Knall, eine Frau zu schlagen? Du und eine Frau? Weiblicher Charakter, Mann. Ja, weiblicher Charakter. Aber der weiß ja, was dahinter steckt. Oder was in dir steckt. Guter Schuss. Das sind die Ladung gesichert. Ja, sondern in ihr, aber. Nein. Wie bei Michael Jackson. In dir steckt einer der größten Musiker. Oh Gott. Hilfe. So, dann markier mal das Ding hier unten drunter. Den Kampf. Hier kommen auch noch Gegner. Und mit Elite. Hä? Ja, hier sind noch Gegner. Ah, der Captain was Gutes. Achtung. Boah, Killer, Alter. Sogar mit Scharfschütze. Boah, ich mach nix, aber auch. Beim Scharfschütze. Nee. Ja, ich nicht, ich hab nur so billig SMG. Achtung, Tommy. Ja, ja. Ist nur Gas. Boah, was war das? Das war der Scharfschütze. Wie? Kevin, Tommy. Oh, fuck. Oh, ja. Kevin. Ja, ich bin da. Vorsicht, der Scharfschütze, gell? Du stehst genau in der Schussbahn. Mann. Den hab ich jetzt noch gekriegt. Ja. Sag das, du stehst genau in der Schussbahn. Wo bist du? Im Waggon gestehen. Nee, ich hol ihn gerade. Wo steht denn der scheiß Scharfschütze überhaupt? Kevin, helf mir mal, ums Eck ist gerade noch einer. Mach mal den kurz Platz. Bei mir. Ah, das gibt's doch nicht. Was? Der hat mich durch den... Ich auch. Jetzt sind wir alle am Arsch. Der hat durch den Waggon durchgeschossen. Den rechts wollte ich holen, da war ich schon down, weil ich den Scharfschützen abbekommen habe. Ja, dann zurück zum Safehouse. Und auf ein neues. Egal, die lassen wir jetzt einfach stehen. Ja. So rennen wir jetzt nicht nochmal extra hier, welche denn ein paar bangert. Ja. Welchen habt ihr genommen? Den 05er, oder? Das ist wann? Wie 05er? Meter. Ja. So. Mir lädt's noch. Ich renn schon wieder raus. Ja, wir sind schon wieder direkt raus, ja. Ich hab's ja markiert, dann treffen wir uns da. Ja. 135 Meter. Warnung, Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. Bin schon hier. Bist du schon da? Ja, ich knall mal ein paar ab. Ja, na, teleportiere ich mich zu dir. Na, reichen wir zumindest auch das Level von Dani, weil der ist ja schon ein bisschen höher als wir.
Ja. Ach so, den blauen Truck direkt dahinter. Ja, und hinter dem roten Häuschen steht auch noch einer. Ja. Ab dem roten Häuschen. Krall mal hier schon mal so einen Koffer. Gut. Ja, schön. So ein Koffer? Brauchen wir die oder wie? Ja, die müssen wir abliefern, das Ding da. An so Station. Wenn wir das hin, ist fertig. Dann können wir schon wieder weiter. Sehr gut. Ziehen wir die Nebenmission mal schnell so ein bisschen durch. Okay, nein, ne? Boah. Wollte ich nur mal sagen. Nein. Was? Ja, noch Gegner. Ja, ja. Komm du durch drum. Tommy macht ein paar Dinge. Bleib dabei. Mach noch den Koffer. Warnung, Feindkräfte nähern sich. What the fuck? Ist noch mehr? Für jeden Koffer, wo du aufnimmst, kommen neue. Sozusagen. So, fertig. Ah. Bereich säubern. Ja, hier ist doch gar niemand. Ja, gesäubert. Bist du fertig? Ah, da von rechts. Rechts. Ja, ja, von da hinten kommen die. Ich habe aber den nächsten auch schon mal markiert, ja? Jawohl. Dreht der mir hier vor der Gast, vor dem Visierung? Ja. Jetzt alle das Geschütz drin. Ja. Ja, das haben wir doch bei der letzten Aufnahme haben wir doch gesagt, sollen wir mal machen wegen dem Feuertypi. JTF informiert. Ja. Stimmt. Na gut, das ist ziemlich effektiv auf jeden Fall. Wenn du allein spielst, ist das Beste das Geschütz mit dem Feuerstrahl. Ajö. Ja, aber man muss auch erstmal freischalten. Ja, klar. Habe ich zum Beispiel noch gar nicht freigeschalten. Ja, du musst irgend so ein Ding für 400 bauen. Im Techflügel. Dann schaltest Mods frei. Okay. Entweder halt für die Haftmine oder Haftbombe, was auch immer. Haftgranate, so heißt sie. Entweder Haftgranate, Suchermine oder Geschützturm. Die Suchermine. Halt aussuche. Suchermine ist geil, vor allem wenn du die so teilst. Fünf Stück oder so. Ja, die ist wirklich nice. Die Rotz auf jeden Fall gut wechseln. Wenn du dann noch gute Fähigkeitspunkte hast, macht dir auf jeden Fall einiges schon. Vor allem du schon durch diese Fähigkeitspunkte auch den Cooldown verringere. Ja, genau. Du kannst dann viel öfter einsetzen. Genau, das ist es. Ja. Hat schon alles seine Vor- und Nachteile irgendwo. Natürlich, ja, du musst halt abwägen, was du mehr gehst, ja. Über drei Bereiche, du mehr auf Waffenschade gehen willst oder mehr auf deine Fähigkeiten. Ja. Aber die Fähigkeiten hätten trotzdem immer mehr Abklingzeit, wie wenn du mit deiner Knarre rumballerst. Deswegen, ich gehe eher so in Richtung Hybrid, also ausgewogenes. Ging das so die Werte alle drei so gleich von links kommt noch was ungefähr. Von vorne oh. Nee, okay. Vorne Ding irgendwo vorne links müsste es sein so oder eine neue Schießerei Position in der Nähe. So vorne ah das gehört schon zu dem Ding
Ups. War nicht die Absicht. Was? Ne, alles gut. Ich hatte die Mine ein bisschen hochwerfen wollen. Ich hab nur oben die Treppe nicht gesehen. Die ist nach unten abgeprallt. Ist aber nicht schlimm. Man kann sich nur selbst verletzen und ich hab sie nicht abbekommen, Gott sei Dank. Hier Sparrow 3, over. Wir dürfen nicht aus dem orangen Ding rausgehen. Wenn alle drei rausgehen, ist die Mission am Arsch. Gut, dann bleiben wir drin. Jojo. Gehen wir auf den Kinderspielplatz. Versteck mich jetzt hier in der Hüpfburg. Da passen doch die Riker-Ski. Jo, bleiben einfach in die Granaten drin stehen, ne? Also mir soll das hier recht sein. Ich hab sie auch geworfen. Nimm mal so mit. Aha. Na komm, na komm. Jawohl. Man kann sich auch schon anstellen, ne? Der eine hat eine blutende Wunde. Das Blut aus. Oh Gott. Streu Salz in deine Wunde. Wenn du es ganz magst, Pfeffer. Chili. Für diesen Jalapeno. Wie heißt der Jalapeno? Habanero. Habanero. Ganz scharfe Zeugs. Das ist richtig lohnt. Das in der Wunde hat viel Spaß, ey. Du hast so schreien durch die Gegend. Ist doch egal. Hat Spaß macht. Meine Wunde, ne? Das ist richtig. Kommt immer drauf an, auf welcher Seite man steht. Aber ich werde trotzdem da oben stehen. Es gibt. Sparrow 3 hier. Sind an ihrer Position und startbereit. Was ist denn das grüne Kampf? Geiselrettung. Sollen wir die auch mal machen? Ja. Ja, jawohl. Wir haben aber noch ein bisschen was zu tun. Nehmen wir alles mit. So ist es. Bist doch aber noch. Hier rechts, okay. Hab ich mal mit, dass mir dieser JTF-Typ gerade zu ziemlich auf den Sack geht hier oben. Ja, ich täte fast sagen, wir machen dann auch die drei Nebenmissionen noch da. Ey, der hat eher sagen, dass wir ganz nach oben gehen und das Safehouse holen. Ich glaube erst für Stufe 14, 15. Verdammt. Aber Safehouse können wir schon trotzdem holen, oder? Wir können den auch machen. Dann müssen wir nachher dann wieder hoch. Mensch, du jetzt im Times Square oder in Clinton? Wir können auch beide holen. Ich meine, die ganz oben, ja. Nee, noch höher. Ah doch, ja, Clinton, ja. Times Square und Clinton, ja, die würde ich holen noch. Und dann könnten wir uns ja langsam wieder runterkämpfen zum Times Square von dem genau wie die Büro. Stromkreis, weil dann haben wir mit Sicherheit schon Level 12 erreicht. Jo, also wir müssen dennoch trotzdem wieder eine Mission machen, weil die nächste Mission wieder nur für Level 14 ist. Das welche, ob wir sie jetzt gleich machen und dennoch dann. Oder wir machen heute gar keine Hauptmission, sondern wir machen heute in der Aufnahme einfach nur Nebenmission. Das können wir auch machen. Dass wir nächstes Mal einfach alle gleich auf sind wieder, wenn der Dani wieder dabei ist oder so. Damit wir halt einfach bloß ein höheres Level haben. Oder zumindest auch ja, so gleich hoch. Hoch ist dann sowieso nicht dabei, oder? Ja. Nee. Wenn wir Moje oder was vielleicht wieder aufnehmen. Ich glaube nicht, weil ich spät heimkomme. Ah. Mir persönlich ist es egal, ich bin eh da. Aber der Michael ist nicht vor 12 Uhr da. Ja. Anders. Kevin. Tommy hinter dir. War ein Baseball-Typ. Okay. Ah. Machen wir die Rettung dann noch da hinten, ne? Jo. Mal ganze Zeug hier mitnehmen, was hier noch so liegt. Das können wir nicht alles gut brauchen. Gerade Munition und so ein Scheiß. Ja. Ach doch, da liegt sogar noch was Grünes. Bei mir ist sogar schon Level 12. Echt? Ja. Weil mir fehlt nur Fingerkuppe. Ja, mir fehlt auch nicht mehr viel. Zu was? Level 12. Ich dachte, du hast Level 12.
Tommy hat Level 12. Du hast doch gerade gesagt, du bist Level 12. Nein, ich habe gesagt, der Tommy hat schon Level 12. Ich habe nicht gesagt, dass ich doch bin. Ich brauche noch ein bisschen. Die Gegner sind jetzt auch Level 12. Ja, weil die mit mir skalieren. Boah, hau ab da. Ah, ich hab, bei mir fehlt jetzt noch eine Fingerkuppe, ne? Ist gut. Scheiß Kopfkiste, ne? Ja, alles gut. War da noch eine Granate näher? Ihr müsst aufpassen, wo wir hinschießen und ballern, gell? Weil das ist nämlich eine Geisel. Warnung! Feindpräsenz entdeckt! Aber die Geisel ist unzerstörbar. Sagst du? Guck mal das Leben an. Ah, ist wieder voll. Ein Leben. Zerstörbar. Der Killergeist ist gut zerstörbar. Okay. Haben wir noch den komischen Tupster in den? Keine Granaten mehr. Fuck you. Jawohl. Du bist tot, Arschloch. So eine Ausdrucksweise. Kann ich noch einen Schlüssel durchsuchen? Ich sehe ihn, der ist hier oben auf dem Balkon. Wer? Was? Der Schlüssel. Hoch. Warten. So. Dann mach mal auf die Tür. Zivilisten sind in Sicherheit. Ganz. So. So, na, okay. Würde ich mal sagen, nehmen wir das Safehouse mal da oben, ne? Oder er steht am Times Square. Dann machen wir das zuerst. Ja, dann machen wir das zuerst. È davvero incredibile. Gesundheit. Kevin, auf! Ja, Moment. Aber da, ich bin gerade nur mein Inventar noch ein bisschen am Aufräumen. Also nicht am Aufräumen, sondern am. Gehen, dass ich ein bisschen was. Alles gut, alles gut. Ist noch so ein Telefon-Ding. Hey, bist du schon hinten? Ja, die Tür ist aufgebrochen. Ich gehe rein. Gut. Ich sehe mal nach, was vorne läuft. Weißt du, wir sollten uns zwei von diesen Walkie-Talkies zulegen. Handys funktionieren irgendwann nicht mehr. Hey, ich höre hier ein paar Leute. Bist du sicher? Ja, mach voran. Nimm deine Knarre. Ziehen wir es durch. Oh ja, Kampf. Oh ja, Kampf hier unten. Oh, was? Hier sind Gegner. Bist du? Unten. Hier. Und das Ding nehmen wir gleich mit. Welches? Komm, dass wir hier runter mir helfen, bitte. Nein, wo sind das? Hier, wo wir gerade sind. Hey, da wo ich renne, hier, hier renne. Ja. Wo hier sind. Wir können auch eigentlich wegrennen vor den Typis. Hier, wo ich bin. Ja, das ist eine richtige Kampfzone. Kevin, renn durch, komm. Ja, da wo ich jetzt hin will, steht noch einer. Du sollst ja auch zu mir, nicht da wo du hier willst. Ware lokalisiert. Lade Koordinaten hoch. Oh, hau doch an mit deinem Scheiß. Nein.